Verfahren wir so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und bitte die Kolleginnen und Kollegen noch wieder schnell Platz zu nehmen. Hallo. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen von Bündnis 90 Die Grünen, das gilt auch für Ihre Fraktion. Ja, nicht alle da, sondern da werden Wiedersehens- und Abschiedsfeierlichkeiten vollzogen. Es gilt für die CDU-Fraktion in gleicher Weise. Also langsam wird das hier komisch. Ich erteile als erstem Redner in dieser Aussprache das Wort dem Kollegen Markus Herbrand, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Fraktion der Freien Demokraten begrüßt diesen wichtigen Gesetzentwurf ausdrücklich und wird ihn auch ohne Wenn und Aber vollumfänglich so unterstützen. Dies tun wir aus mindestens drei sehr guten Gründen, nämlich erstens, dass das nach 12 Jahren einfach mehr als überfällig ist. Das Gesetz sieht eigentlich einen ganz anderen Rhythmus vor, nämlich einen dreijährigen. Zweitens, wir unterstützen als Bund die Kommunen bei der Erledigung ihrer elementaren, für unsere Gesellschaft ja fundamental wichtigen Aufgaben. Und die sind heute nun mal zweifelhaft teurer, als das 2012 der Fall war. Und drittens, bei steigenden Einkommen würden ansonsten bei gleichbleibenden Höchstbeträgen im Laufe der Zeit ein immer höherer Anteil der Einkommensteuerleistung abgeschnitten. Und das sollte natürlich möglichst verhindert werden. Dies vorangestellt regeln wir mit diesem Gesetz zwei wesentliche Dinge, nämlich erstens die kommunale Aufkommensunterschiede bei der Einkommensteuer werden nach wie vor erheblich abgemildert, sodass kleine wie auch größere Gemeinden für ihre wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge nach wie vor genügend Mittel zur Verfügung haben. Und zweitens glätten wir diese Unterschiede eben nicht so sehr, dass die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden unfair verzerrt würden. Auch das ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir also gleich abstimmen, sollten wir uns alle der vielen wichtigen Aufgaben bewusst sein, die unsere Gemeinden schultern. Sie managen die Müllabfuhr, die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Sie sind zuständig für den Bau von Kindergärten und Schulen, aber auch für die Bereitstellung von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz und vielem mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war uns als Koalitionsfraktionen auch wichtig, gerade nach der, wie ich finde, sehr guten Debatte im Finanzausschuss, mit einer Protokollerklärung dazu beizutragen, dass der Prozess an dieser Stelle eben nicht endet. Wir setzen damit auch ein Zeichen in Richtung der Kommunen und schließen gleichzeitig an eine Vereinbarung an, die wir im Koalitionsvertrag geschlossen haben. Mit dieser Protokollerklärung unterstreicht die Ampel die Notwendigkeit, die finanzielle Situation vieler deutscher Kommunen weitergehend in den Blick zu nehmen und sich mit den strukturellen Verbesserungen der Kommunalfinanzierung auseinanderzusetzen. Wir alle wollen erreichen, dass auch auf kommunaler Ebene weiterhin Impulse für mehr Wachstum und Transformation ermöglicht werden. Deshalb begrüßen wir die Zusage des BMF und meinen herzlichen Dank dafür, eine Konferenz zu organisieren mit dem Ziel, Maßnahmen für eine faire, transparente und nachhaltige Finanzierung für die kommunale Ebene zu diskutieren. Es bleibt aber auch festzustellen, dass in diesem Zusammenhang die Länder nicht aus ihrer Verantwortung für die Kommunen entlassen werden können. Nach unserer festen Überzeugung kann die Altschuldenproblematik der Kommunen nur gemeinsam gelöst werden. Und hierfür ist dann im Übrigen auch eine Grundgesetzänderung erforderlich. Schon alleine deshalb ist eine breite politische Debatte notwendig. Die FDP steht dabei jeder unkonditionierten Gießkannenlösung wirklich skeptisch gegenüber. Alle Lösungsansätze müssen unserer Meinung nach berücksichtigen, dass es selbstverständlich Kommunen gibt, die bereits in der Vergangenheit auch erhebliche eigene Anstrengungen unternommen haben, zu einer nachhaltigen Haushaltsführung zu kommen. Und zweitens, dass finanzielle Hilfen des Bundes nicht unkonditioniert gegeben werden dürfen. Es bedarf also tragfähiger Konzepte für langfristig nachhaltiger Finanzen. Oder anders ausgedrückt, die Probleme sollten sich nicht wiederholen.
Man sieht also, die Herausforderungen sind auch in diesem Bereich sehr vielschichtig. Nicht alle Kommunen sind in Schwierigkeiten. Nicht alle Länder behandeln ihre Kommunen gleich. Und politisch ist das Zusammenwirken von Bund und Ländern einerseits, aber auch die Kooperation von Regierung und Opposition andererseits zwingend erforderlich. Deswegen bedarf jeder Lösungsansatz zuvor einer gründlichen Analyse und anschließend der breiten politischen Akzeptanz. Abschließend bedanke ich mich an dieser Stelle bei meinen Berichterstatterkollegen Bernhard Daldrup und Stefan Schmidt, die sich sehr für das Zustandekommen der Protokollerklärung engagiert haben. Ich bedanke mich aber auch bei der Opposition für die wirklich gute Debatte zu diesem Punkt im Finanzausschuss. Das war beispielgebend, das sollten wir häufiger so machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herbrand. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Hermann Josef Tebroke, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Herbrand, ich gebe den Dank gerne zurück. Die Debatte war sehr fruchtbar, war sehr konstruktiv und ich glaube in diesem Sinne auch beispielgebend. Ich darf es vorweg sagen, wir verhandeln hier die 9. Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes von 1969 und wir werden als Union dieser technischen Änderung zustimmen. Deswegen, und Herr Daldrup applaudiert, wir haben das im Finanzausschuss schon angedeutet, aber nicht ohne vielleicht auf den ein oder anderen Hinweis auf Verbesserungsmöglichkeiten hier zu platzieren und vor allem nicht ohne den Hinweis darauf, dass aus dieser vermeintlich technischen Debatte eine Perspektive geworden ist für grundlegende Verbesserungen der kommunalen Finanzen. Das war uns wichtig. Aber vielleicht nur ganz kurz, auch wenn es schon 55 Jahre zurückliegt, bei der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes ging es darum, die besondere Bedeutung der Kommunen herauszustellen, die besondere Bedeutung einer ausreichenden Finanzierung zu gewährleisten und als eine dritte Quelle, als eine dritte Steuerquelle für Kommunen eben den Anteil an der Einkommensteuer zu etablieren. Dazu werden jetzt seit 1980 50% des Einkommensteueraufkommens bereitgestellt und über die Länder an die Kommunen verteilt. Die Verteilung soll erfolgen nach Maßgabe der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Kommunen. Aber gleichzeitig möchte man als zweites Ziel eine horizontale Nivellierung sicherstellen. Das heißt, dass die Steuerkraftunterschiede zwischen Gemeinden gleicher Funktionen und Größen möglichst verringert werden. Auch möchte man drittens eine vertikale Differenzierung gewährleistet sehen, dass nämlich Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Kommunen möglichst erhalten bleiben. Mit dieser Maßgabe ist man 1969 ins Rennen gegangen und hat regelmäßig angepasst. Der Kollege hat es gerade aufgezeigt. So auch zuletzt mit den Zahlen von 2019 Anpassung der Höchstgrenzen diskutiert. 35,70 war es bisher, auf 40,80 jetzt vorgeschlagen. Man präsentiert diese Rechnungen den kommunalen Spitzenverbänden, die überwiegend dem Ganzen zustimmen. Einverstanden erklären sich und auch der Bundesrat hat keine Einwände. Die meisten Länder sind ebenfalls einverstanden. Man ist sich also irgendwie einig, so gut oder auch nicht. Meine Damen und Herren, Sie erlauben, dass wir einige Kritikpunkte an dieser Stelle platzieren hinsichtlich dieses Prüfverfahrens. Eigentlich soll es um eine Leistungsorientierung gehen, aber so ganz traut man nicht. Durch die Kappung, durch die Einkommensobergrenzen, werden 40% des Aufkommens gar nicht nach Leistung verteilt, sondern umverteilt. Ist das die richtige Maßgröße oder sollte man nicht viel weniger umverteilen, stärker auf die Leistungsorientierung gehen? Warum behält man einfach diesen Ansatz über Jahrzehnte fort, ohne ihn zu diskutieren? Das erwarten wir spätestens in der nächsten Runde. Es werden Durchschnitte verglichen, Gruppen gebildet aus 11.000 Kommunen und Durchschnittswerte gegeneinander gestellt. Aber wir wissen alle, dass der Vergleich von Durchschnittswerten nicht berücksichtigt, dass es innerhalb der Gruppen riesengroße Abweichungen geben kann. Die werden überhaupt nicht thematisiert. Wir stellen fest, dass gar nicht deutlich gemacht wird, wie die drei Ziele, die ja konkurrieren, eigentlich gegeneinander abgewogen werden. Am Ende einigt man sich irgendwie. Viertens stellen wir fest, dass Schlüsselzahlen ermittelt werden, die über einen längeren Zeitraum gefixt werden, nämlich für 2024 bis 2026 aus dem Jahr 2021 abgeleitet werden, bewertet auf der Grundlage von Modellrechnung 2019. Kann das befriedigen? Wir meinten nicht und erwarten, dass beim nächsten Mal das anders gehandhabt werden.
Außerdem werden die Ziele nicht hinterfragt. Was bedeutet das? Kommunen gleicher Funktion und Größe? Müssten wir nicht auch untersuchen, wie sich diese Anpassungen auswirken auf das Verhältnis von Stadt-Land etwa oder auf geografische Regionen innerhalb eines Landes? Wer untersucht dieses? Wer berücksichtigt hier einige vielleicht wesentliche Aspekte? Wir meinen, mindestens diese 5 Punkte sollten beim nächsten Mal berücksichtigt werden. Komme ich zu dem eigentlichen Problem des Ganzen, nämlich ist das Ganze eigentlich suffizient, ist es eigentlich ausreichend, wenn wir mit dieser neuen Säule der Steuerfinanzierung erreichen wollen, dass die Kommunen eine ausreichende Finanzausstattung gewährleistet sehen, dann ist das nicht der Fall. Der Anteil der Einkommensteuer an den Steuereinnahmen insgesamt ist von 40% auf 35% gesunken und dem ursprünglichen Ziel damit zuwidergelaufen. Müssen wir nicht darüber diskutieren, diesen Anteil zu erhöhen? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der uns so wichtig gewesen ist in der Debatte des Finanzausschusses. Aus der Diskussion der reinen Technik ist geworden endlich die grundlegende Frage, müssen wir uns nicht ganz anders mit der Finanzausstattung der Kommunen beschäftigen, mit den Perspektiven einer besseren Finanzausstattung und nicht alleine an der Frage des Höchstbetrages der Einkommensgrenze und festmachen. Wir haben sehr wohl die Protokollnotiz zur Kenntnis genommen. Wir freuen uns, dass die Ampel jetzt auch auf diesen Weg eingeschwenkt ist, sich mehr um die kommunale Finanzausstattung zu kümmern, sich mehr damit zu beschäftigen. Lassen Sie den Worten Taten sprechen, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Vielen Dank. Einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Noch mal kurz die Ansage: Kürzer geht immer, länger bitte nicht. Sie haben ja Ihre Minuten vorliegen. Und der nächste Redner ist da gut ausgestattet. Das ist Bernhard Dahldrup für die SPD-Fraktion. Ich musste das extra anfüllen noch. Also Steuerpolitik ist ja für viele Bürgerinnen und Bürger nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Deswegen will ich vielleicht ein bisschen didaktisch anfangen und mit der Frage, wie kommen eigentlich die Kommunen an ihr Geld? Wie finanzieren sie sich eigentlich? Und dann fällt einem das schnell auch ein. Erstens aus Steuern. Wir kennen die Gewerbesteuer, die die Unternehmen zahlen müssen. Wir kennen die Grundsteuer, die die Grundstückseigentümer zahlen müssen. Das geht hin bis hin zu den Bagatellsteuern, den Hundesteuern beispielsweise, alles kommunale Steuern. Und damit die Kommunen nicht allein von diesen Steuern abhängig sind und starke Kommunen viel, während andere wenig bekommen, müssen die Kommunen einen Teil dieser kommunalen Steuereinnahmen eben auch abgeben. Und zwar an Bund und Länder bei der Gewerbesteuer, die sogenannte Gewerbesteuerumlage. Im Gegenzug werden die Kommunen dann an Steuern beteiligt, die Bund und Länder eigentlich bekommen, beispielsweise die Einkommensteuer, hat Herr Brucker darauf hingewiesen, oder auch die Umsatzsteuer. Das ist eigentlich ein ganz gutes, grundsätzlich gutes System, weil es einerseits die eigenen Einnahmen sichert und die kommunalen Finanzen stabilisiert, ohne sie alleine von der Konjunktur abhängig zu machen. Für die Verteilung der Einkommensteuer an die Kommunen braucht es aber eben Maßstäbe. Und die setzt das Gemeindefinanzreformgesetz, das wir heute verabschieden, eben fest. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Bundesland nach einem einheitlichen Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Der Schlüssel, also die Höchstbeträge, nach denen sich die Verteilung ergibt, stützt sich auf Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes. Die kann man problematisieren. Herr Tebrucker hat das gemacht, nichts dagegen. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir sie zugrunde zu legen. Diese Höchstbeträge werden mit dem heutigen Gesetz eben angepasst. Warum werden sie angepasst? Weil sich die Gehälter sozusagen entwickelt haben, also die Einkommensteuerleistungen der Bürger steigen. Dementsprechend muss man eben auch die Höchstgrenzen anpassen. Das ist zuletzt im Jahre 2012 geschehen, obwohl das eigentlich alle 3 Jahre hätte passieren müssen. Insofern sind die systematischen Bemerkungen, Herr Terbrücke, schon richtig, sollte man zukünftig tatsächlich auch zeitnäher machen. In der Vergangenheit ist das etwas lax gehandhabt worden von denjenigen, die dafür zuständig gewesen sind, sage ich jetzt mal einfach. Ich kenne noch mehr, die zuständig waren in den letzten 12 Jahren. Ja, denkt mal da. Ihr müsst immer erst denken und dann reden. Das ist die mit dem Reihenfolge. Also, die Höchstbeträge für die Verteilung der Einkommensteueranteile werden auf die Gemeinden von derzeit 35.000 auf 40.000 für einzelveranlagte Steuerpflichtige und von 70.000 auf 80.000 für zusammenveranlagte Ehepaare angepasst. Dadurch entsteht ein Stück weit jedenfalls mehr Steuergerechtigkeit zwischen großen und kleinen Gemeinden. Und weil das eher eine statistische Angelegenheit ist, auch darauf ist eben schon hingewiesen worden, auch von Markus Herbrand, sind die meisten Länder mit dieser Neuregelung auch explizit einverstanden. Es gibt nur 3 Bundesländer,
Länder, die sich kritisch sozusagen geäußert haben. Das heißt mit anderen Worten, das ist kein wirkliches Politikum, über das wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt reden. Aber dennoch stellt sich die Frage, ob denn eigentlich diese Anpassung allein in der zunehmend prekären finanziellen Situation vieler Kommunen richtig ist. Denn anders als in früheren Jahren schließen die Kommunen gegenwärtig im letzten Jahr beispielsweise mit einem negativen Saldo von 9 Milliarden ab. Also nicht mehr positiv, sondern sie laufen in die Verschuldung und in den kommenden Jahren wird es nicht besser. Gleichzeitig steigt der Investitionsbedarf der Kommunen gegenwärtig auf 170 Milliarden und es wachsen die Sozialausgaben bei gleichzeitig neuen Kosten, Stichwort Klimawandel, Integration, Digitalisierung, um nur einige Beispiele zu benennen. Wir brauchen eben auch Wachstumsimpulse von den Kommunen. Das müssen sich die Herren Günzler und Brehm, wenn sie über Wachstumspolitik reden, noch mal hinter die Ohren schreiben. Das ist schon mal wichtig. Der Bund hilft zweifellos übrigens in dieser Lage mit ganz vielen Programmen, Städtebauförderung, 790 Millionen, mit einer ganzen Zahl von Beispielen. Da wird meine Kollegin Frauke Heiligenstadt gleich noch mal darauf eingehen. Der Bund hilft jedenfalls sehr viel mehr, als es nach Auffassung des Bundesrechnungshofes der Fall sein dürfte, der immer wieder auf die Verantwortung der Länder für die Kommunalfinanzen hinweist. Die Förderprogramme alleine sind also jedenfalls nicht hinreichend, wenn es um eine aufgabengerechte Grundfinanzierung der Kommunen geht. Und die Lösung besteht meines Erachtens auch nicht darin, dass man den Verschiebebahnhof zwischen Bund und Ländern thematisiert oder gegenseitige Fingerzeige betreibt, sondern ich glaube, die unzureichende Kommunalfinanzierung ist etwas, das die kommunalen Spitzenverbände in allen Bundesländern gegenüber ihren Landesregierungen thematisieren, auch übrigens in Bayern, bevor das jetzt gleich noch mal anders behauptet wird. Aber jedenfalls mein eigenes Bundesland Nordrhein-Westfalen fällt dabei besonders negativ auf. Sie kennen alle dieses Altschuldenthema. Unablässig weigert sich die Union hier im Bundestag, den Weg für eine Grundgesetzänderung freizumachen. Aber noch schlimmer ist ehrlich gesagt die Tatenlosigkeit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in dieser Frage. Ich will mal ein weniger populäres Thema ansprechen, Herr Hauer, zuhören. Jetzt ein weniger populäres Thema ansprechen, die Eingliederungshilfe. Dass die Eingliederungshilfe, also die Kosten der Integration von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, seit 2018 hilft der Bund mit jährlich 5 Milliarden bei der Finanzierung der Eingliederungshilfe, während die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die Hände in den Schoß legt und nichts macht. In der gleichen Zeit sind die Kosten für die Eingliederungshilfe in 2012 von 13,7 auf 23,2 Milliarden in 2022 gestiegen. Alles nur kommunal finanziert in Nordrhein-Westfalen. Und es ist schon ein Stück weit besondere Dreistigkeit, wie sich die Kommunalministerin, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen mit einer Bundesratsinitiative zu Wort meldet und den Bund zu einer Erhöhung der Bundesbeteiligung auffordert, während das Land Nordrhein-Westfalen selber daran nichts tut. Jawohl. Jawohl. Zurück zur Gemeindefinanzreform. Weil die Ampelfraktionen der Auffassung sind, dass die Grundfinanzierung tatsächlich auf den Prüfstand gehört, bin ich dem BMF sehr dankbar, dass es angekündigt hat, zugesagt hat, diese Fachkonferenz zu machen. Denn wir wollen ehrlich gesagt nicht nur darüber reden, sondern wir wollen auch über die beispielsweise Kriterien der kommunalen Umsatzsteuerverteilung reden. Wir wollen auch über die Höhe der Gewerbesteuerumlage reden, tatsächlich. Wir haben im Zeitraum von 1991 bis 2018 eine erhöhte Gewerbesteuerumlage finanziert. Mehrere hundert Millionen der westdeutschen Kommunen haben den Fonds Deutsche Einheit finanziert. Das war ein Akt von interkommunaler Solidarität in der Bundesrepublik Deutschland. Und die Frage, ob Bund und Länder in der jetzigen Situation solidarisch gegenüber den Kommunen sich verhalten, sollte Thema dieser Konferenz sein. Ich finde es jedenfalls ausgesprochen gut, wenn das gelingt. Also, Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe Themen, die man noch behandeln müsste. Jetzt läuft meine Zeit hier wieder ab. Und deswegen bleibt es mir noch bei meinem Kollegen Markus Herbrand und auch bei Stefan Schmidt, mich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken bei der Bearbeitung des Gesetzentwurfs. Es gibt ein Stück weit mehr Gerechtigkeit zwischen jetzt den Kommunen. Jetzt ist die Zeit langsam und wir sind an der Seite der Kommunen. Wir als Ampel, das wissen wir. Und dass die Union mitmacht, freut mich sehr. Dankeschön. So, vielen Dank. Der nächste Redner ist Albrecht Glaser für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bereits im Januar haben wir uns mit der Anhebung der Einkommensgrenzen im Gemeinde-
Finanzreformgesetz beschäftigt. Es geht dabei um Höchstgrenzen für die Einkommen von einzeln- und zusammenveranlagten Einwohnern bis zu denen, die daraus resultierenden Steuern den Wohnsitzgemeinden zufließen. Die Betragserhöhungen entsprechen in etwa der Inflation seit gut 10 Jahren und erzeugen somit nahezu gleiche Verteilungswirkung wie zuvor. Der Gesetzesvorschlag der Regierung findet daher unsere Zustimmung. Erstaunlicherweise hat ein SPD-Abgeordneter im jüngsten Finanzausschuss aus Anlass dieser Gesetzesnovelle eine Diskussion über die Gemeindereform, über die Gemeindefinanzen im Allgemeinen ausgelöst. Durchaus interessant. Der Kollege brachte eine erhöhte Umsatz- und Einkommenssteuerbeteiligung der Kommunen ins Spiel, wie soeben gehört. Naheliegend ist die Vermutung, dass die Kommunen mindestens seit 2015 strukturell überfordert sind, einen Teil der Folgelasten der millionenfachen Masseneinwanderung tragen zu müssen. Eine durchschnittliche jährliche Nettozuwanderung seit dieser Zeit in Höhe von rund 300.000 Personen, das Ukraine-Thema außen vor gelassen, entspricht der jährlichen Größenordnung einer mittelgroßen Großstadt. Die jährlichen Gesamtkosten dieses Vorgangs, die vom Bund, den Ländern und den Kommunen getragen werden, belaufen sich eher über als unter 50 Milliarden Euro. Die Größenordnung des Verteidigungshaushaltes oder des Haushaltsvolumens eines großen Bundeslandes. Diese Kosten kann weder Deutschland noch irgendein anderes Land in Europa nachhaltig tragen. Da hilft nichts, wenn Sie das beschweigen und Ersatzschauplätze suchen. Wenn in dieser Lage eine Umverteilung von Steuereinnahmen zwischen den Ebenen diskutiert wird, der ganz originelle Vorschlag von dem Kollegen, dann ist das wie mit der zu kurzen Bettdecke. Was ich an einer Stelle zudecke, erzeugt an der anderen ein neues großes Loch. Da diese einfachen Zusammenhänge eigentlich jeder begreifen müsste, kämpft das linke politische Spektrum gegen die Schuldenbremse. Damit wird jedoch kein Problem gelöst, sondern die vorhandenen nur vergrößert. Problemlösung geht nur über die Ausgabenseite. Neben anderen sind die Migrationskosten radikal zu reduzieren, wenn wir jemals wieder finanzielle Souveränität in Deutschland erringen wollen. Und damit zur großen Legende von der Fachkräfteeinwanderung zur Lösung unseres demografischen Problems. In Dänemark wird seit Jahren rationale Migrationspolitik gemacht, in den Niederlanden dort von der Regierung beauftragt. Und in Deutschland gibt es neue valide finanzwissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Der statistische Normalfall, so etwas wie der Eckrentner, führt bei Asylbewerbern und Schutzsuchenden über die lange Zeit pro Fall zu einer Unterdeckung von bezogenen Staatsleistungen im Verhältnis zu Eigenbeiträgen dieses Personenkreises an den Staat in Höhe von 475.000 Euro pro Person. Beim Familiennachzug minus 275.000 Euro. Die deutsche Studie, welche die Gesamtmigration in aggregierter Form betrachtet, kommt zum Fazit, ich zitiere, die Zuwanderung nach Deutschland stellt unter den gegenwärtigen Bedingungen eine finanzielle Belastung dar. Der Barwert der fiskalischen Bilanz der zukünftigen Migration ist negativ und beträgt 149,7% des BIP. Das heißt in arabischen Zahlen rund 6 Billionen. Im Vergleich zu 5 Szenarien, ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin, darunter solchen mit erhöhter Qualifikation und zusätzlicher Erwerbsmigration, führt in allen Fällen zu größeren fiskalischen Verlusten als die Variante zukünftig keine Migration. So viel Realität. Herr Abgeordneter, Sie haben die Zeit überschritten. Ja, letzter Satz. Werden die linken Eiferer nicht ertragen. Sie meiden solche Informationen. Deshalb wissen Sie nichts, und Sie wissen nicht einmal, dass Sie nichts wissen. Der nächste Redner ist Stefan Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zurück zum Gesetz und zum Gesetzentwurf. Machen wir uns ehrlich.
Die Städte und Gemeinden in Deutschland, sie haben es nicht leicht. Die vielen Krisen der Welt, sie treffen unsere Kommunen mit voller Wucht. Sie erschweren es ihnen, die Erfüllung ihrer Aufgaben umzusetzen. Man denke nur an die Herausforderungen bei der Integration schutzsuchender Menschen, die Anpassung an den Klimawandel, die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und vieler anderer Aufgaben. Die Kommunen leisten diese ja mit großem Engagement. Sie arbeiten diese Herkulesaufgabe ab. Heute nehmen wir deshalb bei der Verteilung der Einkommensteuer ein dringendes Update vor. Und nicht nur das, wir verpflichten uns gemeinsam nach weiteren Maßnahmen für eine auskömmliche kommunale Finanzierung zu suchen. Damit senden wir als Koalition ein wichtiges Signal, dass wir die Kommunen nicht im Regen stehen lassen. Mit dieser Novellierung des Gemeindefinanzreformgesetzes aktualisieren wir die Verteilung der Einkommensteuer für die Städte und Gemeinden. Ihnen stehen ja 15% der Steuer zu. Die Verteilung erfolgt dabei innerhalb des Bundeslandes. Und da kommt jetzt das Gesetz ins Spiel. Bis zur Höhe des sogenannten Höchstbetrages wird 1:1 nach Höhe des Anteils der Einkommensteuer der jeweiligen Kommune verteilt. Darüber hinaus wird umgeschichtet. Nachdem der Höchstbetrag jetzt seit 12 Jahren nicht mehr angestiegen ist, die Einkommen aber sehr wohl, passen wir jetzt diesen Höchstbetrag an für Singles von 35.000 auf 40.000 Euro und für Ehepaare von 70.000 auf 80.000 Euro. Das halte ich für durchaus angemessen. Wir erfüllen damit das ursprüngliche Ziel der Gemeindefinanzreform, wonach die Verteilung schwerpunktmäßig an den Steuereinnahmen der Gemeinden orientiert ist, die Unterschiede bei den Einnahmen aber nicht vollständig angeglichen werden. Besonders freue ich mich, dass wir mit dieser Anpassung nicht enden, die Vorrednerinnen und Vorredner haben schon angesprochen, sondern die grundlegende Diskussion über eine nachhaltige Finanzierung der kommunalen Ebene anpacken. Und da kommen wir jetzt, nachdem wir Inhalt und Didaktik schon besprochen haben, noch zur Methodik, die Auseinandersetzung, wie wir da weiter vorgehen, zur Verbesserung der kommunalen Investitionsfähigkeit. Sie ist komplex, sie erfordert die Beteiligung verschiedener Akteure, insbesondere der Länder, denn sie tragen die Hauptverantwortung für die kommunale Familie. Da ist es wichtig, dass wir angesichts der angespannten Finanzlage genau diese Diskussion jetzt führen. Ein großer Dank an die Staatssekretärin, an die Kolleginnen und Kollegen aus dem BMF für die Zusage zu dieser Konferenz. Ebenso ein Dank an die Kollegen und Kolleginnen im Ausschuss für die konstruktive Beratung dieses Gesetzes. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus der Konferenz gemeinsame Handlungsbedarfe ableiten und die richtigen Weichen für faire und nachhaltige Kommunalfinanzierung stellen. Vielen Dank. Und jetzt erhält Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute schließen wir das 9. Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes ab. Und der Titel klingt eher langweilig und technisch, aber es ist ein wichtiges Gesetz. Das Gesetz ist deswegen wichtig, weil unsere Kommunen wichtig sind. Und ich selber, lieber Kollege Daltrup, weil Sie immer sagen, wir wären gegen die Kommunen. Ich war jahrelang Fraktionsvorsitzender in unserer Stadt Nürnberg und ich weiß, was die Kommunen leisten. Sie haben es gesagt, Feuerwehr, Schulgebäude, Büchereien, Jugendhilfe, Kindergärten, Sportanlagen, Gemeindestraßen, Flächennutzungsplanung, Abwasser und öffentlicher Nahverkehr und vieles, vieles andere mehr. Und deswegen müssen wir ein elementares Interesse daran haben, dass unsere Kommunen gut und bestmöglich ausgestattet sind. Übrigens, wir haben das auch in unserem gemeinsamen Papier der CDU-CSU-Fraktion so, wenn Sie das lesen, auch so reingeschrieben. Aber die finanziellen Perspektiven in der Tat trüben sich bei den Kommunen dramatisch ein. Die Ausgaben steigen viel schneller als die Einnahmen und die Entwicklung geht weiter fort. Und ich muss ein bisschen Wasser in den Wein geben, lieber Kollege Daltrup. Die aktuelle Bundesregierung macht aber auch ihr Übriges, die Belastungen für die Kommunen noch höher zu schrauben. Ich erinnere bloß mal die Vorgaben von Habeck zur energetischen Sanierung, zum Ausbau von Energieverteilnetze. Eine unglaubliche Belastung für die Kommunen. Natürlich die Herausforderung von der Zuwanderung, aber übrigens auch jetzt
Ihre Cannabis-Legalisierung, eine unglaubliche Aufgabe für die Kommunen, um das überhaupt umsetzen zu können. Auch da belasten Sie die Kommunen Stück für Stück ein Stück weiter. Und ein zweites, wenn ich das sagen darf, lieber Kollege Daltrup, weil Sie NRW erwähnt haben. Es ist nicht die aktuelle Regierung, die in NRW die Kommunen in diese Situation gebracht hat, sondern 39 Jahre ununterbrochene Regierung der SPD in NRW. Und das hat die Kommunen in NRW kaputt gemacht. An diesen Schulden bauen sie heute noch ab. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich auf den heutigen Gesetzentwurf konzentrieren und sage Ihnen, dass dieser Gesetzentwurf oder dieses Gesetz richtig und notwendig ist und wir diesem auch zustimmen. Aber es ist natürlich nur ein Rädchen in einem wirklich hochkomplexen System der Gemeindefinanzierung. Hintergrund hat der Kollege Tebroke ja schon auch ausgeführt, ist seit 1970 eben über Artikel 106 die Zuteilung quasi der Einkommensteuer auf die Kommunen mit diesem ganz diffizilen vertikalen und horizontalen Ausgleich im Gemeindefinanzreformgesetz. Und dort ist eben vorgesehen, dass die Einkommensteuer bei einem Bürger, der bis zu 35.000 Euro verdient, sozusagen, dass die Kommune kriegt. Aber es ist nicht entscheidend, ob der Bürger 35.000 oder 100.000 verdient, weil es eben eine Kappungsgrenze gibt, die jetzt erhöht wird im Rahmen dieses Gesetzentwurfs oder dieses Gesetzes, eben von 35.000 für allein veranlagte Bürger und von 70 auf 80 für gemeinsam veranlagte Bürger. Damit wird angehoben, wir stimmen dem zu. Aber ich glaube, die Diskussion muss weitergeführt werden. Die Diskussion im Finanzausschuss war da auch sehr fruchtbar. Und ich glaube, wir sollten da insgesamt überlegen, wie wir die Gemeindefinanzen insgesamt stabilisieren und auch ein bisschen klarer strukturieren können. Da beginnt es schon eigentlich in der gesamten Beziehung Bund, Länder, Kommunen. Es ist so komplex geworden in der Zwischenzeit, dass man die Struktur auch gar nicht mehr letztlich im Detail erkennen kann. Und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, diese Struktur deutlich zu vereinfachen und übrigens auch den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welches Geld geht eigentlich von meiner Einkommensteuer an den Bund, welches Geld geht an den Land und welches Geld geht an die Kommune. Und ich sage, man könnte das sogar im Einkommensteuerbescheid ausweisen, dass man auch sieht, welche Steuer eigentlich zu welcher Gebietskörperschaft kommt. Ich glaube, das wäre eine interessante Variante, wenn wir über die neue Strukturierung der Finanzen denken, weil es auch mehr Akzeptanz hat und mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger, die dann sehen, okay, davon geht ein Teil in meine Kommune, davon geht ein Teil ins Land, dann kann man auch besser beurteilen, was mit dem Geld auch wirklich vor Ort passiert. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass wir noch mal darüber überlegen müssen, ist denn diese Kappungsgrenze wirklich richtig? Denn es ist nicht entscheidend, wie man Ansiedlungen in der Stadt macht. Wir reden über die Gewerbesteuer. Natürlich, wenn man Unternehmen in die Stadt holt oder in die Kommune holt, kriegt man Gewerbesteuereinnahmen. Die werden aber wieder umverteilt über die Gewerbesteuerumlage. Aber es ist nicht entscheidend, den Unternehmer oder den Mittelständler auch in die Kommune anzusiedeln, weil die Kappungsgrenze jetzt bei 40.000 Euro ist. Wenn einer mehr verdient, dann ist es auch für die Kommune nicht interessant, sozusagen auch zu werben, eine gewisse Struktur der Leistungsfähigkeit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Kommune abzubilden. Auch das, glaube ich, sollten wir in der Überarbeitung diskutieren. Und deswegen freue ich mich auf die Diskussion im Finanzausschuss. Ich freue mich auch auf den weiteren Austausch. Wir stimmen dem Gesetz heute zu. Die Anpassung ist in Ordnung, aber es ist ein Teil eines kleinen Rädchens im gesamten Finanzierungsrahmen Bund, Länder und Kommunen. Herzlichen Dank. Und die nächste Rednerin ist Frauke Heiligenstadt für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es ja eine recht hohe Einigkeit heute bei diesem Gesetzentwurf zu geben scheint, gehe ich hier nicht weiter ins Detail des Gesetzentwurfs, das ist hier auch diverse Male ausgeführt worden, sondern ich nehme den Ball auf, den mein Kollege Bernhard Daltrup eingeworfen hat. Er hat nämlich erreicht, dass wir auch im Rahmen einer Protokollnotiz uns um die kommunale Finanzausstattung insgesamt kümmern und diese diskutieren. Deshalb möchte ich vielleicht gerne einmal auf Maßnahmen eingehen, die diese Bundesregierung für die Kommunen in diesem Land bereits umsetzt. Ich nenne mal im Bereich der Frühjahrsbeschäftigung
frühkindlichen Bildung einen großen Bereich, für den die Kommunen zuständig sind, das Kita-Qualitätsgesetz. Mit diesem Gesetz standen und stehen für die Jahre 2023 und 2024 den Ländern daraus insgesamt rund 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Diese zusätzlichen Investitionen in Bildung und Betreuung leisten einen wichtigen Beitrag für die Chancengleichheit von Kindern und auch zur Unterstützung der kommunalen Familie. Oder ich nenne das Startchancenprogramm. Es ist eines der wichtigsten bildungspolitischen Vorhaben dieser Koalition und das bisher größte Projekt zur Förderung von Schulen mit besonderen sozialen Herausforderungen. Und mit diesem Startchancenprogramm werden wir für die nächsten 10 Jahre jeweils pro Jahr 1 Milliarde Euro an zusätzlichen Bundesmitteln direkt in Schulen investieren. Und die Länder werden diesen Betrag wiederum um 1 Milliarde pro Jahr aufstocken und mit einer Säule aus diesem großen Programm werden wir investieren in den Lernort Schule, zum Beispiel mit Auf- und Ausbau oder mit Modernisierung von Schulgebäuden oder mit der einhergehenden Beschaffung, dem Aufbau und der Ausstattung von Lernlaboren, Arbeitsplätzen und Werkstätten. Hierfür wird der Bund allein jährlich 400 Millionen Euro bereitstellen. Und auch diese Mittel werden Kommunen, die sehr häufig Schulträger sind, deutlich weiterhelfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und als Drittes möchte ich nennen den sozialen Wohnungsbau. Auch hier leisten wir eine ganze Menge. Wir stellen 18,15 Milliarden Euro bis 2027 zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Die Länder können so zukunftsgerechten und barrierefreien Wohnraum fördern, zum Beispiel für Mietwohnungen, für Haushalte mit geringem Einkommen, Studierendenwohnheime oder Azubi-Wohnungen, bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt, Neubau und Sanierung im Bestand. Auch hier arbeiten Kommunen, Bund und Land Hand in Hand. Und das ist gut so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und über die finanzielle Unterstützung der Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben entscheiden ja dann jeweils die Länder. Wir können immer nur die entsprechenden Rahmen vorgeben. Der Bund darf ja die Kommunen nicht direkt unterstützen. Er muss sich allerdings auch darauf verlassen können, dass die Länder diese Mittel dann auch an die Kommunen weiterleiten. Also auch hier ist in den Bundesländern sehr genau darauf zu achten, welche Bundesländer da eher klebrige Finger entwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Protokollnotiz zum Gesetz wird darum gebeten, dass das Bundesfinanzministerium die derzeitige finanzielle Lage der Kommunen trotz dieser von mir beispielhaft umfassenden Unterstützung durch den Bund weiterhin im Blick behält. Die Koalitionsfraktionen begrüßen daher die Zusage des Bundesfinanzministeriums, diesen wichtigen Austausch noch vor der parlamentarischen Sommerpause durch eine Fachveranstaltung einzuleiten. Ich fasse also zusammen. Es ist deutlich, dass der Bund, die Länder und die Kommunen im erheblichen Umfang über die grundgesetzlich zugewiesenen Aufgaben hinaus finanziell unterstützt und dass wir auch weiterhin die finanziellen Belange der Kommunen im Blick haben. Und das lassen Sie mich kurz sagen. Wer 17 Jahre in einer Kommune gearbeitet hat und auch seit 1986 kommunalpolitisch ehrenamtlich auf unterschiedlichen Ebenen tätig ist, freut sich, dass wir jetzt auch mit dem Gemeindefinanzreformgesetz vieles anpacken. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist Christian Görke für die Gruppe Die Linke. Ihr wolltet es so. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir stimmen überein, dass die Einkommensteuer für Städte und Gemeinden mit geringem Gewerbesteueraufkommen die wichtigste Steuereinnahme darstellt. Wo wir als Linke mit Ihnen zum Teil nicht übereinstimmen, ist die Aussage von einigen, dass es sich bei diesem Gesetz hier so einfach mal um Gesetzestechnik nur handelt. Die Anhebung der Höchstbeiträge auf 40.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 80.000 für zusammenveranlagte wird in vielen Regionen Deutschlands zu einem weiteren Auseinanderdriften von einkommenssteuerstarken und einkommenssteuerschwachen Regionen führen. Und ich gebe ja der CDU-CSU-Fraktion nicht immer recht, aber Herr Tebroke hat das sehr klar, glaube ich, auch hier schon verdeutlicht. Heißt, die schwierige finanzielle Situation
wird sich in vielen Kommunen weiter verschärfen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht aus meinem Heimatland Brandenburg. So partizipiert nach der Proberechnung die Gemeinde Kleinmachnow, sagt vielleicht der einen oder anderen was, im Speckgürtel von Berlin überproportional mit diesen neuen Höchstbeträgen mit 2,1 Millionen Euro mehr. Gegenüber einer Flächengemeinde, die heißt Wiesenburg, das ist JWD, also ganz weit weg von Berlin, die bekommen 100.000 Euro weniger. Und diese finanzpolitischen Zweigeschwindigkeiten kann man auch mit dem Brandenburger Finanzausgleichsgesetz nicht beheben. Und genau das ist der Grund, warum das Land Brandenburg sagt und auch der Städte- und Gemeindebund Nein zu diesem Gesetz. Und deshalb plädieren wir als Linke, um diese Einkommensdisparität vieler Regionen zu berücksichtigen, für eine landesspezifische Öffnungsklausel. Und die gab es in dieser Vergangenheit. Und wir bedauern, dass die Ampel sich nicht zu diesem Schritt entschieden hat. Und deshalb können wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre Geduld. Also wenn alle nur eine Sekunde überschreiten, wäre ich super glücklich, muss ich sagen. Der letzte Beitrag kommt von Caroline Otte für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Fast 40% der öffentlichen Investitionen, die werden von unseren Städten und Gemeinden vor Ort geleistet. Und öffentliche Investitionen, die betreffen dabei unser ganzes Leben. Es geht um Sporthallen, Schwimmbäder und Jugendtreffs. Es geht um Straßen, Brücken und Fahrradwege. Es geht um Kitas, Schulen und Krankenhäuser. Unsere kommunalen Kassen und mit ihnen die Infrastruktur vor Ort, die befinden sich aber zurzeit in einer zunehmend prekären Lage. Und seit über 20 Jahren sammeln wir inzwischen Investitionsrückstände an, die von den Rechnungshöfen schon lange als ganz eigene physische Schulden und Haushaltsrisiken benannt werden. Und wenn wir über zukünftige Bedarfe reden, dann sehen wir, dass das Problem noch viel größer ist. Dabei ist klar, entweder schaffen wir starke Kommunen oder wir schaffen die Transformation eben nicht. Und ob Wirtschaftsweise oder DAX-Konzern, auch hier ist allen klar, Investitionsrückstände vor Ort, die sind längst ein großes Wirtschaftshemmnis. Allein im Verkehrssektor brauchen unsere Kommunen 372 Milliarden Euro bis 2030, um Brücken zu sanieren, Fahrradwege zu bauen und die Schiene fit zu machen. Ganz besonders vom Mangel betroffen, das sind die Kommunen, die durch eine Umwälzung ihrer Wirtschaftsstruktur in den letzten Jahrzehnten wichtige Einnahmequellen verloren haben. Und über Jahre hinweg mussten diese Kommunen ihre Aufgaben mit Kassenkrediten finanzieren. Sie stecken bis heute tief in der Schuldenspirale fest. Und für diese Kommunen ist es so wichtig, dass wir uns heute erneut zur Altschuldenlösung bekennen und ganz klar formulieren, wie wichtig diese ist. Gemeinsame Anstrengungen sind notwendig, und dabei sind eben auch ganz besonders die Bundesländer gefragt. Auch Bundesländer, in denen Kommunen von Altschulden nicht betroffen sind, sind hierbei in der Verantwortung. Und eine Blockadehaltung wie zum Beispiel von Bayern, die ist dabei einfach nur noch unverständlich und destruktiv. Denn bei der Altschuldenlösung, die auf dem Tisch liegt, da muss kein Land für ein anderes zahlen. Es geht hier einzig und allein darum, den Weg freizumachen, auch diese Aufforderung geht an die Unionsfraktion. Das Bekenntnis zur Altschuldenlösung und eine zielstrebige Verhandlung, die sind wir den Menschen vor Ort schuldig, für deren Städte und Gemeinden es endlich wieder vorangehen muss. Und klar ist aber auch, dass es darüber hinaus mehr Spielraum für die kommunalen Kassen braucht, damit wir die großen Zukunftsherausforderungen stemmen können. Die Debatten um die Schuldenbremse, die Debatten um Steuereinnahmen und vor allem die Debatten um mehr Investitionen, die führen wir deshalb als grüne Fraktion mit ganz besonderer Vehemenz auch an dieser Stelle. Es geht um Handlungsfähigkeit für Städte und Gemeinden mit Zukunft. Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10630 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19872 anzunehmen.
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen, Gegenstimmen. Das sind das ist nur die Gruppe Die Linke, wenn ich das richtig sehe. Also eine Gruppe, die Gruppe Die Linke. Enthaltung sehe ich keine. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Dankeschön. Gegenstimmen? Dankeschön. Stimmenthaltung. Das ist das gleiche Stimmergebnis wie bei der zweiten Beratung. Und damit ist der Gesetzentwurf endgültig angenommen. Wir gehen weiter in